bin gerade im Zug auf dem Weg zum Kölner Hauptbahnhof, denn gleich geht's nach Berlin. Da treffen wir die zwei Gewinner, denn ich habe ja zu den 500.000 Abonnenten eine Berlin-Reise mit uns beiden los. Genau, und ja, jetzt sind wir haben morgens, ich glaube 9:30 oder so, sind auf dem Weg und wir melden uns gleich wieder. Bis gleich! Ciao! Wir sitzen jetzt im Zug und sind ungefähr schon eine halbe Stunde gefahren. Wir müssen insgesamt 4,5 Stunden fahren. Ich habe schon gesehen, es gibt hier lecker Essen. Vielleicht gehen wir gleich mal hier was essen. Und dann lass das jetzt mal. Was gibt's? Also es gibt nicht so viel, sondern wir sind gerade angekommen und haben jetzt eine Stunde lang nach dem Ticket gesucht. Jetzt haben wir es gefunden. Jetzt wollte ich mir meinen Notizblock rausholen, damit ich weiß, wo wir hinfahren müssen. Jetzt ist meine Hose einmal durchgerissen. Einmal, ja. Gut. Ja, wir haben es endlich geschafft, nach einer sehr langen und anstrengenden Reise. Einer langen Fahrt. Die Lobby ist so schön, alles in pink, aber das zeigen wir euch gleich mal so. Und jetzt geht's ins Zimmer. Pink. Okay. Und der erste Eindruck? Pink, alles pink. Boah, es ist schon mal sehr groß. Boah, wie geil, guck mal bitte. Boah, krass. Immer dasselbe. Boah, ist das schön. Ja. Cool. Sogar eine Trinkentasche dabei. So, wir waren jetzt im Hotel, haben uns das Ganze mal ein bisschen angeguckt. Wir sind übrigens nicht alleine, hier vorne. Hallo. Genau. So weißt du was. Und wir werden jetzt zu einem Schnitzelhaus gehen, das haben wir eben auf dem Hinweg entdeckt. Und ich hoffe, das wird sehr lecker werden. Wir haben alle ganz großen Hunger, haben den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und dann filmen wir euch gleich mal das Essen. Also wir haben jetzt ein gemütliches Restaurant gefunden, ich glaube das ist ein Italiener, auf jeden Fall gibt es sehr viel Nudeln und Pizza und haben gerade bestellt und ja, das war's. Oh, Essen ist da! So meine Lieben, neuer Tag, neues Glück, ich habe gut geschlafen, ich hoffe der Julian auch. Ja. Genau, also gestern Abend nach dem Essen haben wir nicht mehr viel gemacht, wir waren so kaputt, dann saßen wir noch alle zusammen ein bisschen auf dem Zimmer und haben ein bisschen gequatscht und ja, jetzt geht's auf zum Frühstück und ich werde euch mitnehmen und zeige euch mal, was es da so Leckeres gibt und dann gucken wir mal, wir wollen heute ein bisschen shoppen gehen, aber das seht ihr dann alles, also bis gleich! Es war sau lecker, es gab so viel und jetzt sind wir auf dem Weg gerade zur S-Bahn-Haltestelle und fahren zum Kurfürstendamm. Da gehen wir jetzt gleich mal ein bisschen shoppen, mal gucken, was wir da so für Geschäfte finden und ja. Shoppen und ich stelle euch jetzt mal die Gewinner vor, ja? Das ist einmal die Annabelle und das ist die Alina. Und ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen wollen. Ich glaube, ihr wollt schon in Starbucks, oder? Genau, wir gehen jetzt in Starbucks und dann gucken wir mal, ob hier ein Primark ist. Und dann bis gleich. Julian, ein herzliches Dankeschön, dass du alle unsere Starbucks-Getränke auf den Namen Hildegard bestellt hast. Sehr schön. Ich
fühlt man sich so als Hildegard. Schmeckt es denn wenigstens lecker? Ja. Sehr gut. Hallo, mir geht's gut. Also, hör ich mich noch? Ja. Also, wir waren jetzt gerade shoppen und jetzt gehen wir gleich eine Schiffstour auf der Spree machen. Oh Mann, wir haben so krass gutes Wetter hier. Mein Luftballon, der begleitet mich die ganze Zeit. Ja, also, folgendes. Wir wollten eigentlich eine Schiffstour machen, aber wir haben es nicht geschafft, mit der Bahn irgendwie dahin zu fahren, wo die Schiffe sind. Deswegen haben wir gedacht, weil wir wirklich auch mega kaputt sind jetzt, wir waren die ganze Zeit shoppen, sind rumgelaufen und wir gehen jetzt zurück zum Hotel. Wir haben uns nämlich ein richtig cooles Kartenspiel oder ein Spiel gekauft, ne Julian? Ja, Hammer. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob du jetzt drauf warst. Ich sehe gar nichts, es ist so hell hier. Und wir liegen hier auch total schön direkt an der Spree und da gehen wir bestimmt gleich nochmal spazieren und wir wollten heute Abend in den Spa-Bereich, also es wird noch viel passieren und ja, dann bis gleich. Bist du die alle alleine? Ja. Und wie schmeckt's? Lecker. Sehr lecker. Sehr gut. Unser Hotel ist ja direkt an der Spree und deswegen machen wir jetzt ein paar schöne Fotos hier mit dem Sonnenuntergang, den ihr sehen könnt hoffentlich. Achso, ja. Ja. Ja, das war's. Übrigens, wir sind zu dritt, beziehungsweise die drei sind zu dritt, denn Nora, wink mal. Hallo, das ist die Nora. Es gab ein paar Komplikationen, deswegen ist die Nora jetzt auch dabei und jetzt wird gespielt. Du planst ein Geschäft zu eröffnen. Was würdest du verkaufen? Und los geht's. Alles, was rosa ist. Kartons. Kartons? Tassen. Getränke. Pizza. Zahnspangen. Pferde. Okay, Bianca, was ist dir gerade passiert? Gar nicht. Erzähl schon. Ich bin vom Bett gefallen. Aua. Was sagt ihr dazu? Ziemlich doof, vom Bett zu fallen, oder? Um 12 Uhr ging es dann ab runter zur Bar, denn die Nora hatte Geburtstag. Und wir haben alle zusammen gefeiert und miteinander einen wunderschönen Abend verbracht. So, jetzt sitzen wir gerade wieder am Frühstück. Wir haben uns alle leckere Teller gemacht und schauen jetzt mal rein. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Bahn. Heute ist der letzte Tag, wir haben Sonntag und wir sind alle ganz traurig. Heute Nachmittag beenden wir die Berlin-Reise und deswegen wollen wir jetzt noch was unternehmen. Wir sind auf dem Weg zu Madame Tussauds, also zum Wachsfigurenkabinett. Und ja, wir wollen dahin die Stars treffen, ein paar Fotos mit den Stars machen. Und ja, wir müssen jetzt dahin fahren, gehen jetzt zur Bahn und dann sehen wir uns gleich wieder. Juhu, wir sind da, da oben steht Madame Tussauds. Und ich glaube, da draußen steht schon die erste Wachsfigur, aber wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, wie wir hier alles treffen. Zwischenstopp bei Meckes gemacht und stärken uns ein bisschen. So, das Wochenende neigt sich dem Ende zu. Da ist jetzt praktisch vorbei. Wir checken jetzt gleich aus, haben fertig gepackt. Und ich würde sagen, zum Abschluss könnt ihr nochmal euer Feedback geben, wie es euch gefallen hat, was ihr am schönsten fandet. Also ich fand das Wochenende auf jeden Fall richtig schön. Und ich fand es am schönsten, wenn wir immer also so zusammensaßen und einfach wir selbst waren. Und Spaß hatten, einfach ein Spiel gespielt zu haben. Ja, ich fand auch schön, also die haben mir eine Überraschung gemacht, ich hatte ja Geburtstag und da war ich total überrascht und ich fand das ziemlich schön. Und überhaupt das Hotel ist auch richtig schön. Ja, also ich fand das Wochenende auch voll schön
besonders als wir unten an der Spree da halt am Wasser die Fotos gemacht haben. Und ja. Und das Hotel hat euch gefallen? Habt ihr das richtige Hotel ausgesucht? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das war das schönste Hotel, wo ich hier war. Ja. Oh, das freut mich. Wir sind gestern Abend angekommen, es war recht spät, wir waren echt super kaputt. Deswegen drehen wir jetzt erst die Endszene für euch. Es war einfach ein so wunderschönes und grandioses Wochenende. Ja, es war echt cool, wir haben viel Spaß gehabt, viel unternommen und ja. Und die drei Mädels, die dabei waren, die waren auch echt super süß. Wir haben uns ganz, ganz toll verstanden und viel miteinander gelacht. Danke an euch, dass ihr dabei wart. Und wem kann ich noch danken? Mir kannst du danken. Danke, Julian, dass du dabei warst und so toll mitgewirkt hast. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön an Neckermann-Reisen, die diese ganze Aktion unterstützt haben und ohne die das Projekt überhaupt nicht umgesetzt hätte werden können. Und natürlich ein noch dickeres Dankeschön an euch, an meine Zuschauer. Einmal, dass ihr natürlich bei der Aktion so toll mitgemacht habt und auch, dass ihr jetzt bei diesem Video wieder mit dabei seid. Es war ein 500.000 Abonnenten-Special und jetzt sind wir mittlerweile schon 620.000. Wir hoffen natürlich, dass euch das Follow Me Around gefallen hat und wenn ja, dann würden wir uns wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Die ganze Aktion war wirklich mit sehr viel Planung, Organisation und Arbeit verbunden, aber wir haben es super gerne gemacht. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und wir würden sowas natürlich auch sehr gerne nochmal machen. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, wenn ihr wollt, dass wir vielleicht nochmal einen Tag oder vielleicht nochmal ein ganzes Wochenende mit uns verlosen, dann würden wir uns auch wirklich sehr über einen Daumen nach oben freuen, dass wir einfach sehen, dass ihr das auch möchtet und dass das ist das Richtige war, was wir gemacht haben. Und ich würde sagen, damit beenden wir jetzt mal das Video. So, zum Schluss habe ich euch jetzt nochmal dieses richtig coole Hotel in die Infobox verlinkt, denn bis jetzt habe ich schon so viele Nachrichten dazu bekommen. Da könnt ihr es euch jetzt nochmal in Ruhe anschauen und wisst Bescheid. Und auf meiner Seite gibt es am Ende dieses Videos unser allererstes Urlaubs-Follow Me Around. Da waren wir in Portugal. Das ist schon echt super alt, das Video. Ja. Und sehr sehenswert. Schaut es euch mal an. Und hier gibt es das Was ist in meinem Mund Challenge. Das Was ist. Die Was ist in meinem Mund Challenge mit uns beiden. Genau, auch sehr, sehr lustig. Könnt ihr mal bei einem der beiden Videos vorbeischauen. Und wir sagen jetzt Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und Tschüss.